Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem neuen Projekt. Und zwar bin ich eigentlich ein Roboter und wollte eigentlich eine Roboterstimme nachmachen. Scheißegal. Trotzdem sind wir hier zu dritt. Wir sehen schon, wir haben uns nämlich wieder zusammengefügt, nachdem wir so grandios beim Rocket League Sunday immer zusammengespielt haben. Wollen wir es mal jetzt im Survival-Modus versuchen. Und zwar hier bei Don't Starve Together. Und da ist an meiner Seite der gute Valerius. Ja, grüezi, ich bin's, der Woody. Der Woody hier, genau. Und dann haben wir hier an der anderen Seite, meine Güte, jetzt kann ich gleich nicht mehr sprechen hier, den guten Lato. Hallo, meine Freundin. So. Bist ja ein schleimiger Typ. Und ich würde mal denken, wir machen hier gleich mal komplett los. Genau, wir haben... Ich würde auch sehen, ja. Wir haben ja ein bisschen gelesen, hoffentlich alle, ne? Ja, etwas. Das ist ein bisschen her. Also nicht. Also eher nicht. Wir müssen für unsere geistige Gesundheit Blumen sammeln. Den einzigen Vorteil, den ich gerade habe, ist, dass Maxwell seine geistige Gesundheit selbst wieder auflädt. Ah, deshalb hast du den genommen. Nee, ich fand den cool, weil es ist ein schmieriger Boy, ja? Ich mag ihn einfach. Also, ihr passt halt gut zusammen, meinst du? Schmieri-Boy. Schmieri, ja, das ist so ein ganz evil Boy. Der kann nämlich seine Seele aufsplitten. Oh, krass. Oh, krasser ja. Typ. Krasser hört Typ, sich, ne? Hört sich gut an. Hört sich aber gut dafür an. Hat er halt nur 75 Leben irgendwie und verreckt eigentlich sofort. Deswegen sammle ich mal auch Blumen ein, wenn ihr welche sehr braucht. Gut. Schreit los, Kinder. Ich schreie. Es wird langsam in die zweite Phase. Oh, hier ist ein Truthahn. Ja, dann lass ihn. Lass ihn erstmal. Der macht die ganze Zeit. Wenn du stirbst, dann haben wir ein Problem, ne? Ja, haben wir ein Problem, ja. Du solltest vielleicht zu uns kommen. Hier sind aber Blumen. Aber der Robo geht auch in die Annalen ein, hat er ja eben gerade gemeint, ne? Achso, ja. In die Annalen ein? Achso, da eben. Ich hab das gesagt. Ja. Okay, aber wir müssen langsam doch. Doch irgendwie wieder zusammenkommen. Ja. Okay, wo seid ihr? Sind hier oben. Gab Siehst es du nicht uns noch nicht? Eine Map oder so? Doch, auf M. Map. Okay, ich bin beim Tor gerade. Das ist irgendwie okay, dann. Oh, das ist ganz schön weit da weg. Da oben ist noch eine Blume, ich schnapp sie mir noch. Ich weiß mal. Nicht, wo ihr seid, also ganz ehrlich jetzt. Okay, wir kommen zurück. Seid ihr da links nach oben gelaufen, oder? Ja, wir sind einfach den Weg lang gefolgt. Wir müssen aber wir kommen zurück zu dir. Ich hab Lado gefunden. Okay, wir hier einfach das Lager aufschlagen? Ja, wir gehen einfach hier an die Bäume und machen hier so. So, hier, wollen wir hier? Kann schon jemand ein Feuer machen? Ja, ich kann, glaube ich schon. Lass mich schauen. Mir fehlt Stein. Mir fehlt Holz. Hast du Ach, alles? Warte mal. Geschnittenes Gras. Mir fehlt Gras. Hier, warte mal, hier, Gras. Hier. Da, Bälle. Ja, hier. Perfekt. So, dann mache ich jetzt mal ein Feuerchen. Setz ihn hier neben dem Baum. Ach nee, dann brennen die hier. Lieber hier. Ja, genau. Da müssen wir auch aufpassen. Ah, schön. So. So, was kannst du mal die Bäume kaputt machen? Lieber nicht. Ja, darf ich, aber wie ich mittlerweile erfahren habe, darf ich es mit dem Holzhacken nicht übertreiben. Ja. Ah. Weil dann werde ich bekanntlichermaßen zu etwas anderem. Halt mal, kann ich ein bisschen Holz bekommen? Ja, schnapp sie dir. Ich krieg's sonst kein ja, Holz. Ja, schnapp sie dir! Oh, Birken. Komm und schnapp sie dir. Kochen. Oh. Ich koch einfach mal alles, was ich hab. Barola. Ne? Boah, man braucht 12 Blumen. Ja, 12 Blumen. Hier, warte mal, ich hab hier noch fünf. Ich hab 3. Oh, ihr seid der Helden. Warte mal, hier, ich geb einfach mal. Mir mal hier. So. Nee, wo sind die Blumen? Ja, die sind auf dem Boden. Normalerweise. Ui, Junge. Eben gerade kam so ein Vogel ganz groß als Pixel auf mich losgeflogen. Oh, war jetzt nicht so geplant, glaube ich, vom Spiel. Wie kriege ich denn auf wieder eine Axt? Stein. Hat jemand schon Stein? Ja, ich habe Stein. Also ich habe, warte mal, lass mich gucken. Ach, huch, nein, jetzt esse ich Holz. Nein. So, Moment. Du kannst Holz essen? Wie geil ist das? Ach nee, ich hab Feuerstein. Na, ich bin Woody. Stimmt, er ist Woody. Also ich bräuchte nur Stein, damit ich mal irgendwas machen kann. So. Okay, ich hab Feuerstein. Kann ich dir geben. Hier. Oh, vielen Dank, ey. Oder soll ich lieber eine Spitzhacke machen zum Abbauen von Steine? Und ihr macht das Holz? Wäre doch klüger eigentlich, oder? Könnten wir so machen. Ja, dann mache ich mal die Spitzhacke. Ich heiz mal das Feuer an. Jo, haben wir schon gemacht hier. Ne, ist sehr schön, sehr schön. Oh, super Team. Mensch. Hier ist ein Maulwurf. Ja, den Maulwurf kann man nämlich einfangen, indem man
Steine auf seinen, auf diese Maulwurfhöhle gelegt. Ah. Ach Mensch, der Lato, der ist richtig informiert. Ich hab gedacht, irgendwie, wir brauchen einen Gartenschlauch. Oh, es wird jetzt schön dunkel. Ein Gartenschlauch und dann steckt man den rein und dann kommt er schon rausgepfeffert. Okay, wir müssen aufpassen. Und ich muss nachheizen hier. Warte mal, ich heize mal an. Auch nachheizen. Ach, sehr schön. Hast du gut gemacht. So, ich habe Halbtraumkraftstoff. Hab ich ein Codex Umbra. Ich weiß zwar nicht, was die beiden Sachen bringen, aber... Vielleicht kann ja mal jeder was über seinen Charakter sagen. Also, falls jemand was weiß über seinen Charakter. Also, über meinen Charakter, er ist irgendwie so ein Puppenspieler, wird er auch genannt. Er kann sich irgendwie aufsplitten und die können dann für mich auch in den Kampf ziehen. Und seine geistige Gesundheit ist einfach da, weil er einfach böse ist. Oh. Und er hat irgendwie ein Schwert, was ich allerdings noch nicht gefunden habe, was eines angeblich der stärksten Schwerter sein soll. Oh, krass. Aber sehr schön. Aber dafür hat er halt nur 75 Leben, ne? Oh, Tag 2. Ey, wir haben den ersten Tag überstanden. Yeah! Hey. Okay, dann lass uns losziehen und weitere Blüten sammeln. Wir brauchen dringend Blüten. Also, und wir brauchen auf jeden Fall Holz. Oder, also... Und ich mach mal Steine, okay? Also Holz ist nicht das Problem. Wir haben ja Holz hier ist nicht das Problem eigentlich. Wir haben genug Bäume. Den Woody, der macht hier das zack, zack, ne? Wir brauchen Blumen auf jeden Fall. Okay, Blumen. Okay, ich sammle, ich hab hier ein paar Blumen. Ich gehe einfach mal nach rechts, ja? Ne, rechts oben ist schon zu. Also ich bin immer noch hier bei dem Stroh und baue die Steine ab. Aua! Irgendwas hat mich angegriffen. Oh nein, komm lieber zurück. Nö, das war nur, ich glaube, eine Biene oder so. Das war nichts Schlimmes. Weil das Wichtige ist, ey, man muss hier echt vorsichtig sein bei dem Spiel und man kann echt schnell sterben. Hab ich gehört. Wer behauptet das denn? Wie sind wir gestorben? Das hört sich ja so an, als hätten wir das schon mal aufgenommen. Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das, was? Nein. Ein wenig hört sich das auch so an, als wenn wir das schon zweimal aufgenommen hätten. Gerücht. Oh, wie erbärmlich. Das ist ein Gerücht. So, ich hab hier jede Menge Blumen. Ey, ich kann uns alle schön mit... Kannst du uns Blumenkränze machen? Ja. Ich hab auch nochmal eine Blume. Ich hab auch noch eine Blume. Also ich hab noch Beeren, falls jemand Beeren bräuchte. Aber ihr müsst auch gucken, falls ihr irgendwie was braucht zum Essen oder irgendwie so. Ach, die... Meine Axt redet mit mir. Haha, ist ja lustig, stimmt ja. Die redet mit mir. So ist das. Wie deine Axt. Die sagt zu mir. Ja, die redet mit mir. Die sagt, ich soll ein paar. Siehst du? Bäume fällen. Achso, die will dich quasi dazu überreden. Das ist ja auch. Ja. Du bist irgendwie so ein Holzfäller, der aber eine komische zweite Seite hat oder irgendwie so. Ich weiß gar nicht, wie das da stand. Aber genau. Ja, also Woody ist ja irgendwie verflucht worden oder so, habe ich mitbekommen. Und wenn der zu viel Holz hackt, dann. Hey, Game meine. Dann kriegt er halt ein Problem, ne? Dann kriegt er ein Problem. So. Guck mal hier, Mäuschen. Ich hab hier einen wunderschön. Guck mal, wie gut das aussieht. Wo seid ihr denn? Ich muss auf jeden Fall mal was essen, deshalb müsste ich mal zum Feuer gehen. Langsam. Das Feuer ist weg. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg, verdammte Axt. Auf dem Weg. Moment mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube nämlich, wenn man was isst und das vorher brät oder kocht, kriegt man mehr, ja. Kriegt man mehr Essen wieder. Ja, das stimmt. Richtig. Das ist richtig. Hallo. Ach, da. Oh ja. Wollen wir mal nach oben laufen? Freunde. Guck mal, sehe ich schön aus? Oh, der Woody. Sehe ich nicht aus wie ein hübsches Mädchen? Du bist das hübscheste Mädchen hier bei uns. Was ist denn das da links oben? Wieder links. Aber es bringt nicht die Vorteile, die Mädchen sonst mit sich bringen in so einer Gruppe. Guckt mal. Ach, hier ist ein Wurmloch. Aber da gehen wir nicht rein, würde ich denken. Nee, erstmal noch nicht. Wollen wir ein... Wie soll ich sagen? Ich habe keinen Platz mehr. Du hast keinen Platz mehr? Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe alles vollgestellt schon. Krass. Also dann müssen wollen wir dann hier mal irgendwo... Wir müssen irgendwo ein großes Lager aufbauen. Ja. Und ich würde eigentlich, warte mal, ich guck mal in der Map, ich würde eigentlich eher ein bisschen weiter rechts gehen, weil hier ist jetzt schon links das Wasser. Sollte doch mehr ein bisschen zentraler sein, oder? Gut, vielleicht tun wir das. Aber ich weiß ja nicht, achso, es ist gleich 18 Uhr. Es ist gleich 18 Uhr und wir müssen langsam anfangen wieder. Und wir müssen ins Bett. Oh, Vorsicht, eine Biene. Nicht angreifen. Valeria ist schon übelst hingegangen. Töten!
Der Roboter weiß schon nicht mehr, wo wir hin müssen. Ein Schaltungsfehler. Ja, das ist nämlich mein Charakter, wie ihr es schon seht, ich bin ein Roboter und das, als Beschreibung stand ein emotionsloser Roboter und ich dachte, das passt irgendwie perfekt zu mir. Ja, weil du einfach so ein stocksteifer Typ bist. Genau. Okay, als wenn ich eher einen Stock in den Hintern hätte. Ich glaube, wir müssen eher runter, ne? Wollen wir einfach nochmal zu dem Portal runtergehen? Ja, lass mal machen. Und da sind nochmal ein Feuer setzen. Ja, da setzt man ein Feuer für den nächsten Tag. Das mache ich mal. Ich habe noch genug Ingredients. Also ich habe nämlich gar kein Holz. Ich habe auch noch ein bisschen Holz. Sechs Scheiter habe ich. Also wir brauchen noch drei Blümchen. Die habe ich. Die hab ich. Könnte ich einem weiteren... Willst du haben meine? Halt mal hier. Ich habe... Ja, nee, ich gebe dir mal meine. Dann kannst du dir einen Kranz bauen. Brauche ich das? Also ja. Ich habe 146, bei mir ist das bis oben hin gefüllt. So, warte mal, jetzt mal hier kochen. Diese Samen kann man auch kochen. Ja, was? Morium auch. Oh nein, jetzt hat er kochen. Ich habe auch noch Asche dabei. Karotten. Nein. Lecker Asche. Jetzt habe ich dir meine Karotten gegeben. Ja, nicht, das ist, wenn die alle so nah ineinander stehen, dann ist es ein bisschen blöd. Kochen. Ist aber nett. Aber wenn man was kocht, dann halten die sich, glaube ich, nicht mehr so lange, ne? Ja, ja, nee, das ist dann... braucht ihr noch Blüten? Nee, jetzt habe ich Robo eigentlich alles gegeben. Da könnte sich so da, eine so Kränzchen machen. Wie mache ich das? Du musst bei der Bekleidung, bei dem ganz Hut... Ganz unten. Ah ja, beim Hut. Und dann machst du da Kranz. Habe ich den dann für immer auf, oder sind die... Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die ein Verfallsdatum haben. Oh, guck mal, da habe ich jetzt... Oh, guck doch mal. Oh, wir sind so hübsch. Tabi kuscheln. Gut, dass ich das nicht brauche. Ist mein Metal Body. Der schüttelt seine Blumen. Oh, junges Mädchen, schüttel mein Haar für mich. Also, ich hätte noch sechs Blüten, falls irgendwann mal jemand was braucht. Okay. Ja. Warte mal, ich gucke jetzt gerade nochmal hier nach. Shadow. It's blow your mind, wenn ich Codex Umbra benutze. Oh. Papyrus bräuchte ich dafür noch. Was ist eigentlich diese Bezeichnung hier mit dem Holz? Also, habt ihr die auch, diese Baum? Muss ich mal gucken. Ja? Nee. Ich halt mal. Oh, kann ich mir das Holz nehmen? Achso, ja, kannst Danke. Du. Wenn ich einen Baum fälle, dann sinkt diese. Okay, ich glaube, ich verstehe. Kann man ihn auch nachfeuern? Ja. Nice. Oh, burn. Oh, ey, ich kann mir einen Hammer herstellen. Zerstört jede Art von Gegenständen. Okay, ich baue mir mal eine Spitzhacke. Spitzhacke. Eine Spitzhacke. Wir bräuchten, glaube ich, eine Wissenschaftsmaschine. Ja, habe ich auch gehört, dass die wichtig sein soll. Genau. Wir brauchen aber einen Goldklumpen. Da müssen wir Glück haben, glaube ich, bei den Steinen. Also ich glaube, wir sollten uns erstmal einen Platz raussuchen, wo wir auch ankern wollen, ne? Ankern? Ja, ankern, ne? Ich würd vielleicht nochmal runterlaufen, um einfach nochmal zu schauen, ob da noch was ist, was Schönes. Das können wir und vielleicht machen. So zwischen den beiden Biomen, weißt du? Also zwischen dem rechten und dem linken da auf den grünen Streik da. Vielleicht sollten wir da lang gehen. Mensch, das klingt gut. Ich würde sagen, du gehst vor mit der Hakennase und... Du emotionsloser Roboter, du, ja? Hol dir lieber erstmal Windows jetzt. 10, ja? Also hier. Roboter kennt keine Gefühle. Wie? Er hat kein Windows 10. Ja, der hat kein Windows 10. Alter, ey, du hast das kostenlose Update verpasst. Oh. Jawohl, Tag 3, nice. Alter, ey, wir sind voll die Überlebenskünstler. Oh, es. Oh, Blumen. Oh, hier, Fels. Hau rein, hau rauf. Halt. Wo ist eigentlich meine Axt hingekommen? Ist Gold? Hey. Ist das Gold? Oh, hier, Ladung, hau mal ab, ich kann mir Stein sammeln. Du bist oh nein, och nein. Was ist denn da passiert? Das macht ihn übrigens sick anscheinend, ne? Also das so, macht und jetzt seht ihr, wie ach, ich muss mein... Lootet ihn! Nein, ey, ihr habt mein Kränzchen mitgenommen. Das brauche ich doch. Ach so. Ja, das habe ich. Jetzt gebe ich dir dann. Nein, ich beiß nicht. Du sollst nicht weiterbeißen. Du sollst dann aufhören. Nein. Ach so, ich soll nur aufhören. Ich beruhige mich. Ich hol dir auf jeden Fall nochmal neue Blumen.
Woody muss Holz beißen. Hast du den Blumenkranz nicht aufgehoben? Ja, ich hab den. Robo Fox hat meinen Blumenkranz. Na, wie kann der den doch nicht auf den Schädel setzen? Einfach noch so? Nicht, nein. Nee. Oh, Junge. Oh, was ist das? Halt mal, wo Dank wollten hier. Wir nun hingehen? Ja, ich weiß nicht, unten ist Ende, oder? Ach so, nee. Ach, ich hab gedacht, das ist Hochwasser. Aber das dachte ich auch. Aber anscheinend... Ih, das sind Tentakel, die rauskommen. Wo? Ja. Eben auch passiert. Was machen die? Ich weiß nicht, ob wir hier bleiben sollten, ehrlich gesagt. Ich glaube auch nicht. Und ich hoffe... Für mich sieht es sicher aus. Ich hoffe, der Biber beruhigt sich bald wieder, weil meine... ich werde schon wieder vielleicht verrückt. Au, scheiße, ich habe was abbekommen. Ich brauche okay. dann Ey, dringend... lass uns hier weggehen. Okay, ich sollte mir wieder zurückgehen. Ja, lass uns zurückgehen. Ja, komm. Okay. Dann ich muss wieder zum Feuer. Dann gehen wir mal zurück. Ich muss zum Feuer. Ich werde nämlich langsam wieder verrückt. Du musst dich eigentlich nur schnell umwandeln, dann kriegst du den blöden Blumenkranz wieder. Was heißt die blöd? Der ist voll cool. Und ach, Mann, ey. Und bekommst du deinen coolen Blumenkranz wieder? Womit du sehr männlich aussiehst. Oh, das ist aber nett. Lieb. Okay, nein, hier ist meine Axt. Ich brauche meine Axt. Hebt einer meine Axt auf! Ich glaube, die können wir nicht nehmen. Glaub. Nee. Och, Kacke. Dann gehen wir mal nach rechts kurz. Ich darf sie nicht verlieren. Naja, nee. Auf dem Weg ist sie ja, ne? Aber wir müssen irgendwie einen schönen Platz finden. Auf den Weg ins Verderbnis. Alter, wie lange bleibe ich denn noch dieser blöde Biber, Mann? Hier, guck mal, da sind ganz viele Bären. Ich glaube, wir sollten hier vielleicht. Ach nö, jetzt kommen diese Monster wieder. Oh, und Lathorn angegriffen. Nein, lass mich in Ruhe. Hallo? Scheiße. Ey, wie lange bleibe ich denn dieser blöde Biber, Mann? Was kann ich denn dagegen tun? Nichts, glaube ich. Ist das kacke? Nein, der hat mein Buch. Hey, die Sau. Lass mich in Ruhe. Du Drecksau. Oh nein. Alter, du hast den Frosch angegriffen. Nee, Applaus. Gar nicht. Also ich weiß nicht, was ihr alles für Probleme habt. Applaus. Ich kann dir den Blumenstrauß hinlegen. Na, hat einer hier Feuer? Eine Fackel? Mir fehlt's an Gras. Ich hab Gras, halt, komm her. Komm her mit mir. Alter, ich möchte jetzt langsam wieder normal werden. Ich hab jetzt mein eigenes Gras geholt. Ja. Warum gebe ich immer alles? Ich will dir gar nicht alles geben. 14 Gras ist weg. Oh. Jetzt kommt der Frosch, guck mal. Wir stehen hier mit Laden und gucken dir einfach mal schön zu. mach mal hier. Habt ihr rein? Nee, wobei, Essen hab ich noch. Oh, ich muss noch was essen. Nein! Lass mich in Ruhe! Hä, hey, ich hab doch gar nichts getan, du Sau. Das ist ein blöder Platz hier, glaube ich, neben dem. Das ist ein blöder Platz irgendwie. Und warum werde ich endlich nicht normal? Mann, was kann ich denn tun? Und es wird dunkel. Ey, wir sollten aber kurz weggehen, ja. Alter! Hier brennt's! Oh, vielleicht hätten wir doch kein Feuer machen. Ich hab gebrannt aus Versehen. Oh, jetzt fackelt's hier. Nein! Oh, mein Kodex! Halt mal, wir gehen hier hoch, hier so mein zwischen Buch. Den okay. zwischen den Büschen. Mein Feuer. Mein Buch ist kaputt gegangen. Verdammt. Ey, das gibt's doch nicht. Alter, der Frosch. Wer hat denn den Frosch angegriffen? Ich hab gar nichts gemacht. Wir brauchen auf jeden Fall Feuer hier. Oh, was hier? Der Frosch tötet mich. Ja, lass den Frosch. Warte, dann bleiben wir hier. Warte. Dann machen wir hier jetzt. Ich mach jetzt hier ein Feuer hin. Ja, hier ist gut. Oh, nice. Der Frosch kommt noch. Der Frosch? Oh, jetzt geht er. Oh. Oh, der wollte mich töten. Okay, Ich brauch erstmal hier Karotte. Ich brauch erstmal was zu essen. Ey, was kann ich... Möchtest du nicht langsam mal zurückkommen? Ja, ich möchte. Frag mich nicht warum. Habt ihr noch Beeren oder irgendwas zu essen? Ich hab ja was. Möchtest du was haben? Und wenn du welches hättest, wäre das gut. Ich hab nämlich... ich weiß kann nicht. Kann dir Holzklotz geben. Och, hier kommt ein anderes Monster. Nee, das ist der Maulwurf. Alter, das ist doch ätzend. Muss ich was essen? Muss ich weiterkauen vielleicht? Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich auch nicht. Aber wenn du wollt. Oh. Ich würde denken, jetzt ist fast doch die erste Folge. Vorbei. Oh, wow. Heilst du? Jetzt heile ich mich. Oh, sehr gut. Oh, wie heilst du dich? Mit Essen oder? Ich glaube mit Essen, ja. Teilweise mit Essen. Wie wir so ruhig sind. Die ganze Zeit, Mann.
Ja gut, dann machen wir es auch einfach so. Wir machen jetzt hier einen kleinen Schnitt und dann schauen wir mal, ob wir dem Beamer wieder helfen können in der nächsten Folge, ne? Ja, würde ich auch sehen. Lauf du nochmal weiter ein paar Runden und dann... Ja, das mache ich. Wenn es euch gefallen hat, schaut bei den anderen vorbei, lasst einen Kommentar oder einen Daumen da und dann sehen wir uns einfach nächstes, ne? Alles klar. Alles klar. Macht's gut. Ciao.